dies ist eine Aktion gegen die gleichzeitig stattfindende NATO-Waffenmesse in Münster. Münster bereitet sich auf den Krieg vor. Münster darf kein Anziehungspunkt für Rüstungsunternehmen werden, die ihr Geld mit Krieg, Gewalt und Tod verdienen. Wir wollen zivile Konfliktbearbeitung und wir wollen eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Wir wollen einen gerechten Frieden. Wir sagen ganz klar, kein Werben für Sterben. NATO raus aus Münster. Ich erwarte, dass ein klares Signal ausgeht, auch vom Aufsichtsrat der Halle Münsterland und vom Rat der Stadt, dass zukünftig solche Messen in dieser Stadt nicht mehr stattfinden. Und im Sinne von Karl Liebknecht, keine Frau, kein Mann und kein Groschen für dieses räuberische und profitorientierte System. Als nächsten Redner begrüße ich Hubertus Debel, ebenfalls Bundestagsabgeordneter der Linken und gleichzeitig hier aus Münster, wo er seinen Wahlkreis hat. Hubertus, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, ich bin seit anderthalb Jahren etwa im Deutschen Bundestag als Münsteraner Bundestagsabgeordneter. Ich war in den 80er Jahren aber auch im Rat der Stadt Münster und ich muss sagen, ich schäme mich für die Politik der Stadt Münster. Das ist schlichtweg so, Münster schmückt sich sehr gerne, wir befinden uns heute auch vor dem Ort, wo damals 1648 der Westfälische Frieden unterzeichnet wurde, als Stadt des Westfälischen Friedens. Die Stadt Münster ist aber schon lange keine Stadt des Friedens mehr. Es ist schon von mehreren angesprochen worden, nicht nur das deutsch-niederländische Korps befindet sich hier in Münster, sondern Münster ist inzwischen auch Standort der NATO-Speerspitze Ost und Münster führt dieses Mal auch die NATO-Rüstungsmesse durch, und zwar in Räumlichkeiten, die der Stadt Münster gehören, nämlich der Stadt der Halle Münsterland. Und es wird höchste Zeit, dass die Stadtverantwortlichen an der Spitze, selbstverständlich Oberbürgermeister Lewe, aber auch all die anderen im Rat, sich mal klar dazu positionieren, wie das tatsächlich aussieht und dass es in Zukunft unterlassen wird, dass solche NATO-Rüstungsmessen und Kriegsmessen hier in Münster stattfinden können. Das hat mit einer Stadt des Westfälischen Friedens und einer Friedensstadt überhaupt nichts mehr zu tun, was hier in dieser Stadt inzwischen möglich ist und tatsächlich kontinuierlich hier abläuft. Ich erwarte, dass ein klares Signal ausgeht, auch vom Aufsichtsrat der Halle Münsterland und vom Rat der Stadt, dass zukünftig solche Messen in dieser Stadt nicht mehr stattfinden, sondern tatsächlich mehr Friedensproduktion dann tatsächlich in den Mittelpunkt bei zukünftigen Messen hier in dieser Stadt stattfinden. So würde die Stadt ihrem Anspruch gerecht werden. Heute schreibt die Westfälischen Nachrichten im Westfalenteil unter der Überschrift Leistungsschau der Militärausrüster, um was es hier wirklich geht. Nämlich tatsächlich um den Verkauf von Waffen. Und es ist auch vollkommen klar, dass sich die Schwerpunkte inzwischen verschoben haben. Es nimmt ja kein Wunder, wenn einer der Ausrüster der NATO zu dem Ergebnis kommt, dass nicht mehr Afghanistan im Mittelpunkt steht, sondern zukünftig die Ukraine mehr im Mittelpunkt steht. Und das macht auch deutlich, wobei es bei der NATO-Speerspitze Ost geht. Es geht darum, tatsächlich Russland klein zu kochen, den Krieg dort zu forcieren und tatsächlich auf verschiedensten Wegen die NATO-Osterweiterung, die ja schon in den vergangenen Jahren erheblich stattgefunden hat, weiter auf den Punkt zu bringen. Darum geht es und die Zusammenhänge sind vollkommen klar. Deswegen mein Appell heute hier an dieser Stelle, keine weiteren Rüstungsexporte von Deutschland aus, sondern tatsächlich klare Kante gegen Rüstungsexporte, gegen Krieg, Ende der NATO-Speerspitze Ost von Münster aus und tatsächlich auch an die Verantwortlichen der Stadt, keine weiteren Rüstungsmessen in dieser Stadt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Das war Hubertus Debel, Linke-Mitglied und Mitglied im Bundestag.